Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Wir können überhaupt nicht denken, ohne unsere fünf Sinne zu gebrauchen. Schon immer beruhten die meisten menschlichen Handlungen auf Angst oder Unwissenheit. Ich weiß nicht, welche Waffe in einem Dritten Weltkrieg zur Anwendung kommt, aber ich kann Ihnen sagen, was Sie im Vierten benutzen werden: Steine. Dem Streben, Weisheit und Macht zu vereinigen, war nur selten und nur auf kurze Zeit Erfolg beschieden. Welches ist der Sinn unseres Lebens? Welches der Sinn des Lebens aller Lebewesen überhaupt? Eine Antwort auf diese Frage wissen, heißt religiös sein. Du fragst, hat es denn überhaupt einen Sinn, diese Frage zu stellen? Ich antworte, wer sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen als sinnlos empfindet, der ist nicht nur unglücklich, sondern auch kaum lebensfähig. Das ewig Unbegreifliche an der Welt ist ihre Begreiflichkeit. Durch bloßes logisches Denken vermögen wir keinerlei Wissen über die Erfahrungswelt zu erlangen. Alles Wissen über die Wirklichkeit geht von der Erfahrung aus und mündet in ihr. Die logische Einfachheit ist der einzige Weg, auf dem wir zu tiefen Erkenntnissen geführt werden. Freude an der Freude und Leid am Leid des anderen, das sind die besten Führer der Menschen. Weisheit ist nicht das Ergebnis der Schulbildung, sondern des lebenlangen Versuchs, sie zu erwerben. Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Wer das Geheimnisvolle nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und seine Augen erloschen. Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Nur ein für andere gelebtes Leben ist lebenswert. Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.